before you were born. So, Leute, Nummer 19.000.3 oder so ähnlich. Ich muss mal hier eine kurze Story erzählen, ja? Achso, hier ist wieder Dings hinter, ne? Origin. Das war da so am Flaggern, ja, ja. Origin, hässliche Scheiße. So, ja, hier, ne? Ich war, ach ne, erzähl ich. Erstmal machen wir Rubik Kalt. Ich habe mir gerade neue Schuhe gekauft. Bei Lidl, Junge. Aber was für welche leicht, ja. Mann, oh Mann. So, hier haben wir ja zuletzt aufgehört. Genau dieser lange Gang mit Rubiks Auge, bevor wir gewarnt wurden. Ach du Scheiße. Ach so, wir sollen vor dem Auge aufpassen. Ja, ja, das Licht. Alles klar, alles klar, alles klar. Ich wollte nur gucken, ob man da in die Schublade kann. Ach, das ist da eventuell noch. Was geht? Ach so, ah, okay, wenn man getroffen wird, kommt man wieder zurück zum Anfang. Ja, das ist natürlich ganz schön abgewrackt. Ja, denn eigentlich wollte ich heute zum Fußball gehen, liebe Leute. Braunschweig gegen den Club. Ersten FC Nürnberg. Ich habe eine Karte gehabt, habe mir eine gekauft. Ich war ja auch schon mal da, vor 2-3 Wochen, gegen Aalen. Da war meine Freundin aber dabei und ich habe ja, wie ihr ja wisst, diese kleine psychische ein hier Problemo und so mit solchen Geschichten. So mit unbekannte neue Situationen, Orte. Und mir hat das aber so gefallen beim letzten Mal. Als ich gedacht habe, hier, ich war zum ersten Mal im Stadion und so. Ne? Das war am Anfang auch recht problematisch, so viele Leute auf, so viel das, Stress, Stress, Stress. Ist nicht gut für mich. Wo? Andere geht nicht, oder what? Ja, auf jeden Fall. Ah, hier, okay. Habe ich mir halt nochmal eine Karte besorgt jetzt hier für das Heimspiel heute gegen Nürnberg. Habe mich eigentlich auch schon sehr gefreut. Aber jetzt, wo es so langsam drauf losgeht. Ach so, ich bin ja hier gar nicht im richtigen Bild. Ja, ihr habt das hier gesehen. Das ist so ein Hindernisparcours. Und jedes Mal, wenn man hier von diesen Lichtern bzw. diesem Auge getroffen wird, dann wird man wieder zurückkatapultiert. Das ist mir bis jetzt einmal passiert, weil ich so gut bin. Schade. Ja, ich gehe erstmal doch lieber noch nicht alleine dahin und jetzt habe ich die Karte verkauft. Für dasselbe Geld, für das ich sie gekauft habe. Und habe ich nochmal, bei Lidl gibt es gerade Business-Schuhe, Business-Lederschuhe. Und die habe ich mir gekauft, Leute. Ich habe sie gerade an. So eine schnieken Schickimicki-Schuhe. Hier, hätte ich mal wieder essen gehen mit der feinen Dame. Hier, so einen schicken Schuh. Mit Original... Oberleder hier oben drüber ist echtes Leder und innen drin ist Schrott. Ne, aber die sehen gut aus. Wie findet ihr die? Die glänzen hervorragend. Made in Italy stand auf dem Karton. Vielleicht nur der Karton, aber nicht der Schuh. Wer weiß, nein, nein, die sind schon gut.
für 35 Euro. Ja, und dann kam da, ich habe das hier auf eBay Kleinanzeigen, auf eBay direkt habe ich es eingestellt, auf Facebook Kleinanzeigen, Facebook, auf meiner Facebook-Page, also meiner privaten. Und dann über Facebook Kleinanzeigen hat sich jemand gemeldet. So ein Mädel. Hier aus Braunschweig und die wollte ihr haben, die kam jetzt auch vorbei. Und da war lecker Mädchen. Aber die war leider erst 16. Aber ganz schön scharfer. Steiner Zahn, würde Wombat sagen. Ne, die war scharf. Also. Pff. Ja doch, Mist. Ja, hier ist wieder das, was ich sagte, wenn man getroffen wird. Aber wir haben ja schon den ersten Abschnitt hinter uns, ja, diesen ersten langen Abschnitt da vorne. Achso. Ja, nee, dann machen wir nochmal, weil wir jetzt die Energie verloren. Dann kam die hier so ganz vorsichtig so die Treppen hoch. Die hat mir vorher schon geschrieben, so Facebook, ist das denn auch seriös? Ist das denn nicht keine Verarsche? Ich so, nee, das ist keine Verarsche. Ich habe die Karte wirklich. Ja, und dann kam sie hier so ganz langsam die Treppe hochgeschlichen, guckte so hoch so, und hat sie da Angst gehabt. Vor allem das Lustige war dann ja auch noch, ich habe sie dann, während sie hochkam, habe ich sie gefragt, habe ich gesagt so, oh, siehst aber jung aus, wie alt bist du denn? Und dann schon, oh, was ist denn hier los? Willst du mich hier in die Bude ziehen oder was? Hat sie sich bestimmt gedacht, hat sie mir dahinter auch noch geschrieben, ihr war schon ein bisschen mulmig. Ja, ja. Weil sie ist sehr vorsichtig, sagt sie. Ist ja auch gut so, ja, aber natürlich dann in der Situation. Ja. Natürlich besonders geil. Ich stehe da ganz normal, hab die Karte schon in der Hand hier. Sie hatte auch das Geld schon in der Hand, damit es möglichst schnell geht. Weißt du, wie ich meine? Ne, und dann, ja, zack. Ja, sie ist glücklich. Sie war zwar ein bisschen, fand sie ein bisschen teuer, die Karte so, ne? Weil sie ja sonst noch mit ihrer Schülerkarte sagt, sie, kriegt sie die immer für einen Zehner. Ich sage, ja, ich habe aber keine Schülerkarte hier. Das ist original. So, wir gucken mal, wie geht denn die Scheiße hier? Natürlich, jetzt fängt es hier wieder an mit Ruckeln. Das ist natürlich besonders toll. Dadurch die Mitte geht es nicht. So, jetzt müssen wir los. Aber so ist richtig. Ja, und ja, sie ist jetzt sehr glücklich. Hat ihre Karte, kann das Spiel dort gucken. Ich gucke es mir nachher auf Sky hier zu Hause an. Mache keinen GoForce Set 2 heute, ja, den ich ja normalerweise montags mache. Aber ich spiele jetzt hier noch ein bisschen Evil Within durch. Wir haben es jetzt 16:30. Dann kann ich vielleicht noch... Call of Duty 2 durchspielen und vielleicht Teil 4 schon anfangen. Aber wo ich gerade auch so gedrückt habe. Kennt ihr die Leute, wenn ihr einen habe ich früher gehabt, einen Kumpel, Zocki nennt er sich. Also sein Nickname ist Zocki. Ja. Wenn wir da irgendwie hier mal zusammen gespielt haben, so Ballerspiele, Call of Duty, hat er dann auch immer Headshot hier. Oh, hat er mal besonders auf die Knöpfe gehockt, gekloppt und gedrückt und gemacht. Oder in Klopp-Spielen, so Beat'em-Ups, ja, wo sie dann auch richtig, oder Fußball, so den Ball so ins Tor reinschieben wollen, noch mit dem Drück. Ja. So einer bin ich ja in der Regel nicht. Control-Punkt. Ja, der Riesenschredder, Junge. Was ist denn das hier? Schön weghaufen. Ui. Nur hoch da. Ah, scheiße.
Jetzt haben wir uns gerade so schön ein bisschen vorne hin bewegt und jetzt kommt der Schredder und macht alles kaputt und wir müssen wieder abhauen. Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Oh, er kann rennen, bis der Arzt kommt. Schön rennen, Junge. Ja. Renne doch endlich! Ah. Und schon wieder sind wir vor der Tür. Jetzt ruckelt's auch wieder. Verdammt! Zurück? Ah, vielleicht können wir hier vorne nochmal gucken. Nein, hier ist zugemacht. Ja, wo ich die Hunde gerade wieder bellen höre, mein asozialer Spasti-Nachbar von unten war auch im Lidl gerade. Wieder schön, hat er mir wieder nette Blicke zugeworfen. Ich wusste schon vorher, dass er beim Einkaufen war. Ich habe, wo ich schon die Straße hochgekommen bin zum Lidl, schon die Hunde bellen gehört, vor dem Lidl beide angekettet, angebunden, ganz normal, klar. Aber beide da wieder im Chor schön am Bellen, die Viecher, tut mir so leid. Und jetzt, die werden ja nur angeschrien, wenn die da am Bellen sind hier im Haus, dann hört es ja immer, Rübi! Was soll, ne, den Hunden kann man keinen Vorwurf machen. Wenn die das nicht besser wissen, dann hören die da auch nicht mit auf. Und durch das Geschrei wird sie nicht besser. Naja, mal gucken. Alter, Spast. Speichermaschine. So, wie zum wievielten Mal fahren wir jetzt hier hoch? Zum zweiten, dritten, vierten Mal? Ja, dritte Mal, glaube ich. Ja, wie findet ihr meine neuen Schuhe? Schön, schöne Lederschuhe, schön. Oh, jetzt geht's wirklich nach oben, wie es scheint. Ja? Wenn ich hier lebend rauskomme, setze ich nie wieder einen Fuß in einen Aufzug. Das Problem kenne ich. Ja, Aufzugfahren war für mich ja auch eine Zeit lang ein Problem. Das ist ja dieser Kontrollverlust, den man so hat. Ja, es gibt so bestimmte Orte, Plätze, Situationen, die ich ja gemieden habe, diese Agoraphobie, wie ich ja sagte. Ne? So Fahrstühle, Friseur, wenn du auf dem Stuhl sitzt und im Einkaufen an der Schlange stehen oder halt auch im Stadion, ja, wo du dann da halt sitzt, tausende Leute um dich rum. Es sind halt ja auch so Situationen, aus denen man nicht so einfach wegkommt, ja, oder auch hier im Fahrstuhl. Da kannst du nicht einfach sagen, jo, jetzt steige ich mal aus, ja, oder jetzt will ich nicht mehr, jetzt ist vorbei. Das sind solche Problemfälle gewesen. Oder Autobahnfahren. Normal Auto, weil ich mit der Fahrschule war am Anfang hier normal Stadt, Land, Stadt, Land, Fluss, nein, so Straße, Landstraße oder in der Stadt, kein Problem. Da kannst du überall rechts anhalten, aussteigen, kein Problem. Aber auf der Autobahn, ja, Leitplanke rechts, links, bumm, kannst du nicht einfach mal anhalten, aussteigen. Ja, das ist so das Problem, was ich immer noch habe, so ein bisschen. Ja. Manche Sachen klappen ja mittlerweile fast alle wieder ganz gut. Ins Stadion habe ich mich auch mit meiner Freundin zusammen reingetraut. Ja, und ja, wie gesagt, alleine. Ich wollte es erst, aber nee, jetzt. Oh, was ist das denn? Das sieht ja so final aus hier. Lass mal noch eine Spritze. Nein, kein. Und doch kaum Munition, Alter. Wie soll ich denn hier einen Bossfight machen? Das kann nicht sein. Ach, er sieht sich selbst. Ich sag doch, das ist alles nur Einbildung. Sebastian, geh weg von ihm. Sebastian, hör mir zu. Hör auf. Du willst doch dasselbe wie wir. Gut, ich verstehe. Du bist nicht der junge Detective und das ist nicht irgendein gewöhnliches Kind. Du hast Joseph getötet und auf mich geschossen. Für mich sind das im Moment ausreichend Gründe, dir nicht zu vertrauen. Du bist ein guter Mensch.
Deshalb habe ich... Es macht keinen Sinn mehr. Wenn du weißt, wer dieser Junge ist, wenn du irgendetwas weißt, dann weißt du, warum er nicht weiterleben darf. Blödsinn. Es ist Ruvik. Er ist derjenige... Superbrain. Okay, erwischt. Ah. Wir sind funktioniert nicht mehr. Auch gut. Hatten wir es neu. Ja, wir sind, wird gestartet, das glaube ich, hoffe ich aber auch. So, erstmal hier wieder. Ja, aber am besten ist natürlich jetzt, wenn der Safe Point Schrott ist. Das wäre ja richtig geil. Aber wie gesagt, das war mir ja schon so mittendrin, kam das ja so, dass das so Inception, Shutter Island, total nur im Gedanken, im Traum passierende Scheiße ist, gesteuert von diesem Typen.
Nein! Noch ein bisschen Munition zum Einsammeln. Hau ab, du Schwein! Hat immer noch eine Zahnspange drin, na, der hässliche. Oh Gott, oh Gott. Ah, da darfst du nicht einmal die falsche Richtung latschen, halt. Gleich vorbei. Arsch, Arsch. Du. Na komm, reiß doch die ganze Hütte ein. Na, du kannst doch nichts, kannst du. Ja. Schön am MG. Komm ran ans MG. Ja. Dann schieße ich dir deinen scheiß Deckel kaputt in der Rübe, Junge. Ja, jetzt steh auf! Ja. 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 Ja, da hau ich dir die Kuppel zu Brei in deinem scheiß fucking Brain, Alter. Ja. Ja, komm, ja. Oh. Hm, oh, ja. Gib's mir, Baby, komm. Ich dir die Fresse ein und dann kriegst du noch einen leckeren Kinderbueno. Sollte eigentlich nicht so schlimm sein, ist ja nur ein Traum. Ja, komm her mit dem Ding! Schnapp ihn dir doch endlich! Nope! Ja, easy, Junge! Easy, Junge! Easy! Schön in die Fresse mit dem Ding, Junge. Oh nein. Oh Gott. Scheiße, das reicht nicht. Oh nein! Jetzt habe ich die keinen mehr. Schade. Reicht nicht. Hab nichts mehr. Schade. Besser.
Komm her jetzt! Der riesen Sack, Alter. Guck dir mal den riesigen Sack an. Ja, 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 Superman! Ja, da schwillt dir das Ei an, genau, Junge. Und du? Ich habe diese Welt erschaffen. Du kannst mich hier nicht festhalten. Ruvik. Ich erledige das. Lebenszeichen, Sir. Lasst ihn hier. Und die beiden auch. Die gehen nirgendwo hin. Nirgendwo. Der Dose hoch ins Auge geschwappt. Säure. Los, los, los! Detective! Sind Sie okay? Ist noch jemand hier? Ich brauche
ein wenig echte frische Luft. Ja, dann war es, wie es halt doch schon die ganze Zeit von mir vermutet war, alles nur... eingebildet, vorgedingst, geträumt. Aber am Ende dann doch jetzt ein bisschen zu krass, dass ich jetzt nicht ganz durchsteige. Wer ist Leslie Withers? Jetzt wissen wir, wie er heißt mit Nachnamen. Aber Withers, hat das irgendwas zu bedeuten? Maschinengewehr erhalten. Raketenwerfer erhalten. 50.000 Punkte erhalten. Neues Spiel moderner Sicht. Abschlussbonus. Neue Schwierigkeitseinstellung. Dreizehneinhalb Stunden, 70 Mal gestorben. Wie gesagt, sehr, sehr schwierig jetzt hier am Ende für mich, da jetzt drauf klarzukommen, was da nun wirklich passiert ist. Also klar ist natürlich, ja, was ich gerade eben schon gesagt habe, es war wirklich nur gesteuert durch diesen Ruvik, der da als nur noch als Gehirn quasi existiert hat. Den gab es ja schon gar nicht mal, den Typen. Deswegen hat er auch gesagt, diese Welt habe ich erschaffen. Aber was ist jetzt? Ihr könnt das ja auch nochmal in die Comments dann reinschreiben, weil ich habe da jetzt, ehrlich gesagt, da nicht mehr so viel auf dem Schirm. Ah, jetzt kann ich hier auswählen, wo. Spiel normal. Na hier, Akumu. Ein Treffer und alles ist vorbei. Schlimmer als ein Albtraum, das ist die reine Hölle. Probieren wir mal aus. Ja, vielleicht, wie gesagt, könnt ihr mir da auf die Sprünge helfen in den Comments, was da los ist. Alle Einheiten. Ich könnte mal wissen, ob man das Maschinengewehr jetzt schon hat. Wir gehen mal hier wieder rüber kurz. Dazwischen kann ich, oder da währenddessen kann ich ja erzählen, was ich von dem Spiel halte. Ich finde das Spiel, auch wenn ich es am Ende jetzt nicht ganz verstanden habe, ein super Spiel. Atmosphärisch brauche ich nicht nochmal erzählen, das habt ihr mitbekommen, super gut. Diese Licht-, Schatten-, düsteren Horror-, Erschreckungsgeschichten ist schon ziemlich strong. Auch finde ich, dass es sehr, sehr gut aussieht, das Spiel. Nicht überragend, aber schon ziemlich, ziemlich gut. Riecht wie Blut.
Okay, wir sollten wachsam bleiben. Wir sehen uns das an. Lass niemanden drücken. Was nicht so geil ist, ist die Synchro teilweise. Er klingt richtig gut, der Detective Castellanos teilweise. Die anderen aber klingen wie drittklassige Sprecher. Und natürlich, also das ist nur so ein kleiner Minuspunkt, ja, mit der Synchronisation. Ein richtig dicker, fetter Minuspunkt ist aber dieses Geruckel. Ja, es gibt einige Kapitel, habt ihr ja auch gesehen, in denen das nicht ganz so schlimm ist, wo man damit leben kann, aber teilweise dann aber auch Kapitel, wo es halt fast durchgehend nur am Ruckeln, am Laggen ist. Hier lebt noch jemand. Was für mich so ein bisschen den 80 Plus Award, der Mr. Pink 80 Plus Award. Was ist passiert? Ihr wisst schon. Kann nicht sein. Ruvik ist. Ich bleib bei ihm. Sieh mal nach den Überwachungskameras. Ja. Genau, das haben wir eben auch nochmal gesehen. Was zur Hölle? Was? Ja, und da haben sie uns ja gekriegt. Das ergibt jetzt ja auch endlich mal einen Sinn, weil ich mich ja eben gefragt habe, wann haben sie uns denn gekriegt, um uns da in diese scheiß Kiste, in diese scheiß Schüssel zu legen. Und ab da sind wir im in dieser Wanne mit der Sonde, Elektrode, was auch immer im Kopf. Und ab jetzt ist es der Traum. Ja, dann kommt dann so langsam. Also man muss das wirklich vielleicht noch ein zweites, drittes Mal spielen. Um das zu zu Dings zu verstehen. Halbes Schwein geholt. Ja, ja, nu mach. Ja, keine Knarre mehr. Kacke, wir haben ja halt immer noch nicht dieses Ding. Ich muss nochmal. Woanders hingehen, weil ich will gucken, ob wir das Maschinengewehr dann schon dabei haben. Und die 50.000 Punkte, die kann man dann auch ganz gut verbratzen. Wir hatten ja eh schon noch 10, 20 dabei irgendwie. Fängt das wieder hier an. Scheiße! Neuspiel Plus, da kannst du dir die Kapitel auswählen. Hier. Das hier. Aber hier kann man nur die Schwierigkeit spielen, die man auch gewählt hat, mit der man es durchgespielt hat. Ja, das ist.
Hat sie etwas erschreckt? Haben die irgendwas mit meinem Kopf gemacht? Sie sehen nicht gut aus. Sie sollten besser auf sich aufpassen. Ja, 80.000. Es fehlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 14 Teile fehlen, wenn ich richtig geguckt habe. Haben auch eine Menge Schlüssel nicht gesehen. Also auch da gibt es natürlich für Leute, die da gerne am Sammeln und am Machen sind. Eine Menge zu machen, zu gucken. Dann machen wir ihn erstmal körperlich. Maximal. Was? 30.000? So, ja, ist aber schon, ne? Ja, aber die Pistole hätte ich gerne noch, genau, die Standardpistole. Ja, das war's schon wieder. Die ganzen Kohlen schon wieder alle. Ist doch zum Kotzen. Ja, ist aber auch gut. Beenden wir das Ganze jetzt hier erstmal. Wie gesagt, schreibt mir in die Comments, falls ich da... Leslie Withers, das haben sie extra nochmal so gezeigt. Und der war da auch nur so drin. Aber wo ist der jetzt? Ist das der, der da weggegangen ist und dann auf einmal verschwunden ist? Ist das vielleicht immer noch der Traum gewesen? Achso, das können wir uns auch nochmal angucken. Hier, Modell an sich, das ist ja immer auch ganz nett. Leslie Withers, steht da was dazu? Leslie hat es schwierig, sich zu verständigen, dafür ist in der Lage, unbewusst die Gedanken anderer zu rekonstruieren. Diese Eigenschaft ist die. Ja, die Schwester. Ach, das ist seine Schwester als Kreatur, okay. Ja, die kann man wohl auch noch freischalten oder finden. Doppelläufige Hochleistungsgewehr. Das haben wir ja bekommen. Das haben wir bekommen. Schlagring. Also da ist noch einiges freizuschalten, ja. Und für Leute, die da Bock drauf haben, sowas zu sammeln, die da gerne 100% haben, auch alle körperlichen Dingsen und Waffenkrams da hochzuleveln und so. Also da ist noch einiges drin in dem Spiel. Ich werde es vielleicht auch noch ein zweites Mal spielen, wenn ich die Zeit habe, um eben alles nochmal richtig zu verstehen. Wie gesagt, jetzt habe ich ja erst so richtig gerafft, auch ne, an der Stelle, ganz am Anfang, wo er das Ding reinkriegt. Ab da war er dann Schicht, ab da war dann Traum. Aber wie gesagt, wer ist Leslie? Warum? Was ist mit der Dings, mit der Myra? Und so weiter und so fort. Und vielleicht findet man ja auch noch mehr Infos zum Tod seiner Tochter, ja, mit der Frau, die da abgehauen ist von ihm. Also da ist noch viel, viel drin in dem Spiel.
Ja, was ist eure Meinung? Ich finde es, also wenn dieses technische Geruckel, also das Ruckel nicht wäre, dann wäre es ein richtiges super Top-Spiel. Ja, so ist es halt ein super Top-Spiel mit einer total kranken Scheiß-Ruckelmacke. Und was sagt ihr dazu, falls es sich überhaupt euch einer angeguckt hat? Was sagt ihr zu meinem total stronken neuen Schuh? Ja? Und ich hau ab. Fertig im Gelände, Ende im Gelände. Alfred ist auch völlig begeistert. Nicht wahr, Alfred? Ja, das geht ab, ne? Ha, Junge. Und deswegen hau jetzt zu euch rein. Eure Meinung würde mich interessieren. Würde sowieso mal sehr für mich freuen, wenn sich da mal einer meldet hier. Weil schreibt ja immer keiner was. Auf Wiedersehen.